Ja, hallo. Also mein Fazit zum stabilen HyperCourt 2.0 fällt durchweg positiv aus. Der Schuh macht bereits beim Auspacken einen sehr, sehr guten Eindruck bezüglich Optik, Qualität und auch Verarbeitung. Der Schuh sticht hervor durch eine sehr, sehr gute Stabilität, die er beim Spiel und auch beim Anziehen gibt. Diese wird unterstützt auch hier zum einen durch diese Metallösen, die sich über den Löchern der Schnürsenkel befinden, indem man dort eine sehr stabile und feste Schnürung erreichen kann, die sich auch während des Spiels nicht lockert. Als kleines Highlight sehe ich den vorderen Schuhbereich mit diesem Wabennetz aus Gummi, der den kompletten Vorderfuß umgibt. Dadurch erreicht man eine sehr gute Stabilität wiederum und auch eine sehr gute Qualität beim Spiel. Da dieser typische Abriebschaden, der häufig bei Schuhen hier an der Seite entsteht, beim K-Swiss überhaupt nicht vorkommt. Alles in allem macht er also wirklich einen sehr, sehr guten und stabilen Eindruck. Auch beim Spiel oder auf Sandplatz muss ich sagen, gibt der Schuh ein sehr gutes Feedback. Man steht sehr stabil und rutscht eigentlich ungewollt gar nicht weg, was auch daran liegt, durch die durchgängige Fischgrätensohle unterhalb des Schuhs. Und ja, ich muss sagen, ich war von dem Schuh sehr begeistert. Er hat eine sehr gute Passform. Es ist eine sehr hochwertige Einlegesohle im Schuh, sodass der gesamte Schuh wirklich sehr gut am Fuß sitzt und sich gut spielen lässt. Einziges Manko, was mich persönlich allerdings nicht so gestört hat, ist das Gewicht. Mit über 400 Gramm ist er kein sehr leichter Schuh, aber das hat mich beim Spiel und auch in Beweglichkeit und Antritt überhaupt nicht gestört. Also der Schuh bekommt von mir eine absolute Kaufempfehlung und ich denke, ich werde ihn noch lange spielen. Vielen Dank.